wunderbarer Tag für eine tolle Veranstaltung. Um was geht's da eigentlich? Wir haben ja für heuer ausgemacht mit dem Bezirksvorsteher Papay, dass wir jeden ersten Donnerstag im Monat da irgendeine Spezialveranstaltung machen. Haben da im Mai angefangen, das geht bis September und heute ist der zweite Kinderflohmarkt. Das heißt, Kinder konnten hier die Spielsachen, die sie nicht mehr brauchen, verkaufen. Der Platz kostet auch nichts, dauert heute noch bis 17 Uhr. Und ja, es waren einige Kinder da, die Freifläche war eigentlich komplett voll. Schauen wir mal, was der Nachmittag noch hergibt. Man sagt ja, dem Tüchtigen gehört das Glück und der scheinbar dürfte sehr tüchtig sein, weil das Wetter hat passt. Ne? Naja, der Juli war nicht so gut besucht, sage ich jetzt mal, da waren nur 15 Kinder circa da. Heute waren es um einiges mehr. Es wurde auch medial diesmal sehr stark gebracht und mit dem Ferienspielpass ist das ja eine ganz tolle Sache. Kann man sagen, dass solche Veranstaltungen den Markt dann auch irgendwo längerfristig danach beleben? Die müssen den Markt beleben, weil genau das ist ja die Hintergrundinformation oder Idee davon, vom Bezirksvorsteher und mir. Mhm. Weil dadurch bleibt der Markt im Gespräch oder kommt zusätzlich noch ins Gespräch. Ja? Mhm. Und das ist einmal ganz, ganz wichtig, weil wenn man da wieder erinnert wird, wenn man zu Hause Zeitung liest zum Beispiel oder dann eben im Fernsehen sieht, ja, okay, ja genau, am Markt war ich schon lange nicht mehr, da schaue ich wieder mal vorbei. Und das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ne? Also es ist auf alle Fälle für uns natürlich ein großer Aufwand, aber ich glaube, dem Markt bringt es auf alle Fälle was und somit zahlt es sich aus. Natürlich für die Konsumenten auch, weil es gibt frische Ware und man kann da wirklich gut gustieren, was man da im Supermarkt nicht kann. Also am Markt gibt es auf alle Fälle die frischeste Ware überhaupt, wenn man sich da umschaut, das ist ja wirklich wunderbar, was es hier gibt. Und zusätzlich eben bei so Sonderveranstaltungen wird es dann noch mit Musik oder mit Kinderspielzeug oder was auch immer belohnt. Also eine Win-Win-Situation. Sehr gut, dann sage ich herzlichen Dank. Danke ebenso.